Leichtathleten zu erwarten haben, das sagen Ihnen jetzt meine beiden Kollegen Wolfhard Kupfer und Dirk Thiele. 400 Meter, mehr Männer. Wenn ich richtig gesehen habe, hat da Udo Bayer gerade gestoßen, 20,35 Meter. War bisher der Beste mit 20,27 Meter. Im Diskuswerfen beginnt der zweite Durchgang. Gisela Bayer, gestern in der Qualifikation die Beste, hat auch die Führung in diesem Wettbewerb übernommen mit 66 Metern und 2 Zentimetern. Irina Meschinski, die 70-Meter-Werferin, die einzige in diesem Feld, denn Evelyn Herberg-Jahl, die auch den Titel zu verteidigen hätte, hat ihre aktive Laufbahn ja beendet und wird morgen hier in diesem Stadion im Kreise anderer bewährter DDR-Sportler feierlich von ihrer internationalen Laufbahn verabschiedet. Es wird auf jeden Fall also eine neue Meisterin geben. Den Ergebnissen der Saison nach könnte oder sollte das sogar Irina Meschinski sein. Die Berlinerin hat mit 70,64 Metern sich den dritten Platz in der ewigen Weltbestenliste erkämpft. Aber sie begann mit einem ungültigen Wurf. Auch in der Qualifikation gestern musste sie zweimal in den Ring. Vielleicht ist es mit der Nervenstärke der 20-jährigen Berlinerin noch nicht so gut bestellt. Aber das macht eben die Wettkampferfahrung erst aus. Nicht ganz 65 Meter, aber zumindest erst einmal ein gültiger Wurf. Es kann und wird ja noch mehr kommen. Siegaut, die Berliner Dynamo-Werferin. Sie ist mit 23 Jahren die älteste in diesem Diskuswerferinnenfeld. Der Altersdurchschnitt 20,3 Jahre. Solch junge Diskuswerferinnen hatten wir noch nie bei einer Meisterschaft. Bisher Platz 2 mit 65,60 Meter aus dem ersten Versuch. 65,60 Meter hatte sie beim ersten Mal. Es gibt zwei weitere 60 Meter Werferinnen, Petra Eggebrecht und Silvia Madetzky, aber die kamen erst knapp über die 60-Meter-Marke hinweg. Es waren schon eine Reihe ungültiger Würfe im ersten Durchgang zu sehen. Verzeihung. Da ist überall die gleiche Ursache zu suchen, wie ich sie vorhin bei Irina Meschinski angeführt habe. Diese 20-jährigen Werferinnen haben noch nicht die Wettkampferfahrung, um hier gelassen und ruhig und ihrer Sache sicher in den Ring zu gehen. Martina Opitz von der DHFK. ...60,78 Meter waren für Petra Siegaut angegeben worden. Martina Opitz hatte auch einen ungültigen Wurf. Vorhin, beim ersten Mal, meine ich. Das ist ja der zweite Durchgang. Iris Danielczyk. Leichtathletik-Kenner werden sie auch als Kugelstoßerinnen in Erinnerung haben. Dort wendet sie die Drehtechnik an oder wandte sie an, sie ist mittlerweile wieder zurückgekehrt, aber ohnehin ist Diskuswerfen ihre Hauptdisziplin.
Die Weite für Iris Danielczyk 57,78 Meter. Die Frage, ob sie ihren Rhythmus jetzt gefunden hat, nach dem ersten Wurf von 64,08 Meter. Von dieser Basis aus versucht sie jetzt, den Gipfel zu erstürmen. 66,02 Gisela Bayer, 65,60 Petra Siegaut. Das sind die beiden Weiten der schärfsten Konkurrenten, derjenigen, die vor ihr liegen. Ich glaube, jetzt hat sie sich die Spitze geholt. Das sind zwischen 67 und 68 Meter. Vermessen wir die Weite, der mittlere Durchgang für Irina Meschinski, die ist sie verdient. An dieser Anzeigetafel wird die Weite zu erkennen sein. 67,84. Und das ist die Führung im Wettbewerb, 67,84 Meter. Passi Gaut. Unter jeder der Besetzung anschauen mit Schmidt, Wettel, Rieger und Gör, die hier auf der Bahn 2000 und sie sind der Titelverteidiger aus dem Vorjahr. Damals liegen sie den R-Rekord in 42,35 Sekunden. Es ist mit dabei der Sportler DFK Leipzig mit Behren, Walter, Knabe und Möbius. Auf der Bahn 5 der Sportler-Einheit Dresden mit Breibisch, Hof, Schäfer und Nietzsche. Auf der Bahn 6 der Sportler Dynamo Berlin mit Müller, Nathan, Riefstahl und Bergknecht. Der Sportler Cottbus auf der Bahn 7 mit Übel, Lehmann, Kreisch und Heinrich. Und der Sportler Motor Jena 2. Mannschaft auf der Bahn 8 mit Fischel, Schöner, Auerswald und Jakob. Also diese 4x100 Meter Staffel der Frauen verspricht doch hier einiges und wir hoffen ja, dass unsere Damen dann auch diese Erwartungen erfüllen. Acht waren für den Cottbuser Bauer. Jetzt wieder Diskus werfen. Da ist schon Iris Danielczyk. Martina Opitz hat nicht geworfen, die Leipzigerin. Und der Aufruf erfolgte für die 4x100 Meter Staffel der Frauen. Außerhalb des Sektors landet das Wurfgeschoss, deswegen ungültiger Versuch. Verteidigung verdrängen. Ines Schmidt, im vergangenen Jahr noch Geipel am Start. Ihr Mann stößt in der anderen Ecke des Stadions die Kugel. Matthias Schmidt. Auf der zweiten Bahn erwartet Bärbel Wöckel, die gestern 10,95 über die 100 Meter sprintete, den Stab. Der Wechsel war nicht allzu gut. Bärbel Wöckel kommt aber nun mit langen Sätzen, übergibt an Sabine Rieger, die 11,33 lief, die 200 Meter Junioren-Europameisterin des vergangenen Jahres. Und Schlussläuferin Marlies Göhr erhält den Stab mit schon 10 Metern Vorsprung. Und hier geht es wohl auch nur um eine schnelle Zeit, denn der Sportclub Motor Jena ist ja im Besitz des Weltrekordes für Clubstaffeln.
42,49, nur knapp ist er über seiner Bestleistung, nur 14 Hundertstel Sekunden langsamer als beim Weltrekord. Ich muss den Sprecher hier in diesem Falle berichtigen. Der Clubrekord steht bei 42,35. Die Siegerzeit ist 42,49. Er hat sich geirrt, kann ja mal vorkommen. Simone Rüdrich. Vom SC Empor Rostock. Die Rostockerin hat sich jetzt ganz dem Diskuswerfen verschrieben. Sie war früher auch noch Kugelstoßerin. Der Wurf jetzt war ungültig. 98 werden jetzt für Udo Bayer vom Maßrahmen angezeigt. Bei den Diskuswerferinnen wird in Kürze die Entscheidung beginnen, also der vierte Durchgang. Ja, die großen Resultate gestern kamen auf das Konto der Sprinterinnen vor allem. 10,91 lief Marlies Göhr bei ihrem 100-Meter-Sieg. Das ist die zweitbeste Leistung in ihrer Laufbahn. Die 10,88, ihr Weltrekord, sind auch in Dresden auf dieser Bahn erzielt worden. Zweite wurde dabei Bärbel Böckel in persönlicher Bestleistung von 10,95. Dritte die Rostockerin Marita Koch mit 11,01, nur 200stel über der persönlichen Bestleistung. Auch herrliche Zeiten beim Hürdensprint der Frauen, 12,57 für Bettine Gerz aus Karl-Marx-Stadt. Sie näherte sich damit bis auf eine Hundertstelsekunde dem DDR-Rekord der Olympiasiegerin Johanna Klier aus Erfurt, die ja nicht mehr aktiv ist. Auch die 13,65 Thomas Munkels sind zu erwähnen beim 110-Meter-Hürdensieg. Dazu auch Polands 13,7. Der vierte Durchgang beim Diskuswerfen beginnt nun mit den acht Besten des Vorkampfes. Gisela Bayer, die derzeitige Zweite. Die Bronzemedaille geht an den Sportclub Reha 66,02 Meter, ihr bisher bester Wurf. 104 für den Sportclub-Fortschuss in 43,84. Unser herzlichen Glückwunsch dem DDR-Meister und den Platzierten. Liebe Leichtathletik-Freunde, am kommenden Wochenende findet hier an gleicher Stelle im Hallensteier-Stadion die Bezirksspartakiade in der Leichtathletik des Bezirkes Dresden statt. 62,64 Meter Nachtrag der Leistung Gisela Bayers. Irina Meschinski, ungültig 64,08 Meter, 67,48 Meter. 84, Verzeihung. Damit Sie eine Einstimmung haben auf die Ergebnisse zu den 800 Metern der Frauen. Hier steht der DDR-Rekord in dieser Altersklasse bei 2 Minuten 28,8 Sekunden. Der vierte Durchgang hat er begonnen bei den Diskuswerferinnen. Nachzufahren bei den 62,64 Meter, im vierten Versuch für Gisela Bayer. Im Ring Irina Meschinski, TSG Berlin. Erneut eine sehr gute Weite, vielleicht nicht ganz so weit wie die 67,84 Meter, aber zumindest Bestätigung. Im vergangenen Jahr holte sich Evelyn Herberg-Jahl ihren insgesamt sechsten DDR-Meistertitel im Diskuswerfen mit 66,72 Meter.
Petra Siegaud war vor einem Jahr in Jena Zweite und Irina Meschinski seinerzeit als 19-Jährige doch ein wenig überraschend Dritte, von der ich eben sprach, die im vergangenen Jahr Zweite war, jetzt an dritter Stelle liegt. 65,60 Meter. Bestleistung in diesem Jahr und überhaupt 67,90 Meter. Wenn sie die wiederholt, liegt sie vorn. Dieser Wurf war technisch wohl wenig gelungen, aber er ist gültig. Sie überriss den Diskus, wobei ich meinen möchte, dass die Damen auch nicht die allerbesten Bedingungen haben fürs Diskuswerfen. Der Wind steht nicht auf die Wurfhand, so wie sie es mögen. Dann kann man den Diskus in den Wind hineinlegen und das Luftpolster trägt ein wenig. Er kommt ein bisschen von hinten, der Wind, und da finden sich viele Diskuswerferinnen nicht damit ab. Martina Opitz. Außerhalb des Wurfsektors und zurück zum Diskuswerfen zu Iris Danielczyk. Mit Mühe kann sie sich nur im Ring halten, aber der Wurf ist gültig, jawohl. Ich warte noch auf die Danielczyk-Weite 59,86. Jetzt Petra Eggebrecht vom ASK Vorwärts. Birgit Braun, die Schwerinerin. Aber 21 Jahre alt ist sie. Bestleistung 62,52 Meter in diesem Jahr. Leider nicht mit unter die besten acht ist Diana Sachse gekommen, die Potsdamerin, die Junioren-Europameisterin aus dem Jahre 81 in Utrecht. Denn wir sahen alle acht, die sich für die zweiten drei Versuche im Diskuswerfen durchgesetzt hatten. Die meisten Zuschauer von Ihnen wissen ja sicherlich, dass nach einer Qualifikation 12 Werferinnen übrig bleiben, dass die dann den Vorkampf bestreiten mit drei Würfen und die besten acht davon haben drei weitere Würfe, bestreiten das Finale. Gisela Bayer. Es bleibt bei ihr bei den 66,02 Metern aus dem ersten Durchgang. Professor wird im Moment die Weite für Gisela Bayer, ASK Vorwärts, Potsdam.
63,82 Meter für Gisela Bayer. Vorhin hatten wir ein Ehepaar vorgestellt, Ines und Matthias Schmidt. Jetzt befinden sich ein Geschwisterpaar im Wettkampf Gisela Bayer und Udo Bayer. Irina Mischinski vom TSC in Berlin, ein Schützling der Trainerin Helga Börner. 67,84 und 67,64, das sind die beiden Spitzenwerte dieses Wettkampfs. Die Weite für Helga Watke 6,50 Meter. Und die Weite für Ulf Zimmermann im Kugelstoß 20,11 Meter. Ungültig. Von der Wucht wird sie aus dem Ring herausgezogen. Ungültiger fünfter Versuch für Irina Mitschinski. Nächste Silber, Waletzki, Sportwürdchen in Halle. Auch ungültiger Versuch für Hans-Jürgen Jacobi. Silvia Madetzky. Als nächster Matthias Schmidt, Sportclub Modelliner, der derzeit Rotplatzierte mit 20,57 Meter. Sie hat sich in diesem Jahr wesentlich steigern können auf 66,68 Meter, aber an diese Weite ist sie hier bei weitem nicht herangekommen. Eine weitere Sportlerentscheidung als Herrmann. Kugel und Diskus beschäftigt, aber sicherlich wird unser Kamerad dann, wenn es passt, hinschwenken. Petra Siegaut warf knappe 65 Meter. 20,50 Meter für Matthias Schmidt. Ein wenig hat er sich verbessert. Und eine kleine Steigerung für Matthias Schmidt. Sportclub-Motorgina, er verbessert sich auf 20,50 Meter. Und Sigmund vom ASK. ...64,20 Meter für Petra Siegaut. Martina Opitz von der DHFK. Ungültig. Das sind die ersten Bilder vom Weitsprung der Damen. Eine Konkurrenz, die mit sehr viel Spannung erwartet wird. Heike Duwe vom SC Rostock hat ihren ersten Versuch. Brigitte Wujak vor ihr sprang ungültig und Helga Radke führt mit 6,50 Metern. Heike Daute, Sabine Möbius, Ramona Neubert, Christine Schima, all sie sind hier am Start und es wird mit Sicherheit gute Leistungen geben. Nach Martina Opitz ungültigem fünften Wurf jetzt Iris Danielczyk. Ungültig leider auch, das waren mehr als 60 Meter und wäre Verbesserung gewesen. Birgit Klische, eine 18-Jährige vom SC Magdeburg. Und sie wird versuchen, so gut es geht, ihre Clubkameradinnen Angela Vogt und Sigrid Ulbricht zu vertreten, die weiterhin verletzt sind, leider. Sie sind eigentlich die beiden einzigen, die fehlen und müssen sich nun diese Konkurrenz von zu Hause aus anschauen. Gute Besserung. Zwischendurch Peter Eggebrecht vom ASK. Weiße Flagge ja, aber keine Verbesserung. 60,66 Meter bleiben bestehen. Startnummer 54, Petra Ernst. Sie ist hier in Dresden zu Hause. Ihr Vorbild ist Ramona Neubert, die Siebenkämpferin, die als Vorletzte hier an den Ablauf gehen wird.
Zu den Bedingungen ist sicher schon etwas gesagt worden. Sie wissen ja, dass die Diskuswerferinnen gerne ein bisschen mehr Wind hätten. Die Weitspringerinnen dürften eigentlich zufrieden sein. Zumindest haben sie keinen Gegenwind. Birgit Braun, die Schwerinerin, schleuderte den Diskus. Leider waren die Startnummer des ersten etwas perfekt, aber 2 Minuten 28,42 Sekunden, das ist auch für diese Altersklasse eine hervorragende Zeit. Herzlichen Glückwunsch. Christine Schiemer. Eine ganz aussichtsreiche Kandidatin auf den DDR-Meistertitel, ohne Frage. Die 19-Jährige vom SC Chemie Halle ist sehr beständig geworden und Weiten um 6,80 Meter sind von ihr eigentlich immer zu erwarten. Vor ihr die Mehrkämpferin Heidrun Geißler im gestreiften Dress. Nun aber Konzentration für den ersten Versuch von Christine Schiemer. Beste Weite bislang immer noch Helga Radke, aber außer Brigitte Wujak ist noch keine der Favoritinnen gesprungen. Ja, gültig war der Versuch wohl, soweit das von hier aus zu beobachten ist. Die weiße Fahne kommt und möglicherweise Führung für Christine Schiemer. Irina Meschinski, die wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich neue DDR-Meisterin bei der sorgfältigen Präparation. Haftmasse darf auf das Gerät nicht aufgetragen werden, sondern nur an die Hände. Gisela Bayer hatte einen ungültigen Wurf. Sie hat ihren Wettkampf bereits beschlossen. Der erste Wurf war der beste, 66,02 Meter und zweite Stelle. Irina Meschinski weiß noch Petra Siegaut hinter sich. Es wäre also nicht schlecht, wenn sie den 67,84 Metern noch einen weiteren Wurf anfügen könnte. Die nächste beim Weitsprung. Ungültig. Leider übertreten. 67,84 für sie und wahrscheinlich DDR-Meistertitel. Die übernächste Werferin wird das entscheiden. Heike Daute, 6,91 Meter im Vorjahr, da war sie noch 16. Dieses große Talent vom SC Motor Jena, die Junioren-Europameisterin, die mit Windunterstützung schon die 7 Meter packte, die normalerweise in Form sein müsste, aber die ein bisschen an sich selbst zweifelt, weil es ganz einfach noch nicht läuft. Die Lockerheit fehlt ihr. Vielleicht bringt dieser Wettkampf, diese DDR-Meisterschaft, die Wende. Christine Schiemer übrigens sprang 6,58 Meter zum Auftakt und führt damit. Startnummer 105, Sabine Möbius. 24 Jahre alt und mit deutlicher Leistungssteigerung im Weitsprung und vor allen Dingen im 100 Meter Hürdensprint. Gestern 12,83, eine glänzende Zeit. Die Entscheidung fällt im Diskuswerfen. Nur Petra Siegaut wird in der Lage sein, Irina Meschinski vom ersten Platz noch zu verdrängen. Zurzeit ist sie Dritte mit 65,60 Metern. Vor ihr liegt auch noch Gisela Bayer mit 66,02 Meter. Lange Konzentrationsphase, das kann man verstehen. Es ist ihre letzte Chance. 1981 in Jena war sie Zweite. Als nächste beim Weitsprung. Diesmal ist nun Evelyn Herberg-Jahl nicht mehr dabei und sie rutscht einen Platz weiter zurück. Dafür fehlte aber im vergangenen Jahr Gisela Bayer.
knapp 65 Meter weit. Damit ist die Entscheidung gefallen. Irina Meschinski ist die DDR-Meisterin im Diskuswerfen vor Gisela Bayer und Petra Siegaut.